Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Und heute ist Freitag. Nein, ihr seht dieses Video nicht an einem Freitag, aber jetzt, in dem Moment, wo ich das Video aufnehme, ist gerade Freitag. Es ist Freitagnachmittag, es ist kurz vor, noch eine gute Stunde vor Markteröffnung. Und hier ist jetzt heute was passiert, was viele immer schockiert an den Märkten. Ne? Und deswegen will ich dieses Video heute mal nutzen, um euch mal zu zeigen, was man in so einer Situation macht und dass so eine Situation nämlich auch kein Weltuntergang ist, nämlich was macht man eigentlich, wenn eine Option über Nacht um 500% explodiert und du hast sie leer verkauft. Also, was ist passiert hier im Markt? Folgendes, und zwar, ich habe gestern am Donnerstag, ich mache ja jeden Tag so meine Analysen, schaue mir jeden Tag meine Märkte so an, und da ich in meinen Konten keine Position in Baumwolle mehr hatte, fiel mir auch der Markt für Baumwolle auf. Und so habe ich dann gestern kurz nachmittags gegen 15 Uhr etwa, habe ich eine Call-Option oder Call-Optionen, muss man besser sagen, verkauft auf Baumwolle. Ne? Ich blende euch dann hier auch in den Chart dann auch mal, oder hier in das Video auch mal noch Charts ein, sodass ihr das ein bisschen sehen könnt. So. Danach hatte ich gestern Termine, war dann hier nicht mehr im Büro, bin also einfach gegangen und habe dann gestern Abend, als ich dann zu Hause nochmal gecheckt habe, schon gemerkt, oh, diese Baumwollposition, die ist wohl etwas unter Druck geraten. Und als ich dann heute ins Büro kam und ich habe dann erst meine ganzen Routinen hier gemacht, wir haben freitags immer eine Besprechung, und dann habe ich so gegen 10 Uhr das erste Mal hingeschaut und habe gesehen, ui, diese Position ist ja richtig toll im Minus, ne? Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern diese Optionen. Und auch da mache ich euch mal einen Screenshot des Ganzen hier mit rein. Diese Optionen sind heute um über 500% zu dem Zeitpunkt oder gegenüber dem Zeitpunkt, wo ich sie verkauft habe, angestiegen. Ne? Das heißt also, diese Optionen haben sich versechsfacht. So. Und für viele ist das ja immer so ein bisschen der Weltuntergang. Also, dass sie sagen, was passiert denn da, wenn die Optionen sich versechsfachen? Ich sage ja selbst im Coaching immer, wir alle werden es erleben, dass Optionen sich verdreifachen, vervierfachen. Heute eine Option hat sich versechsfacht, das heißt Baumwolle, die jetzt ein paar Tage schön nach unten gingen und damit ja auch mein Signal getriggert haben, sind eben jetzt zack umgedreht, warum auch immer, ich habe es auch jetzt noch nicht recherchiert, und sind eben durch die Decke gegangen und sind nach oben gegangen. So. Und jetzt ist Folgendes, was macht man in so einer Situation, ne? Und warum kann ich dann trotzdem hier relativ entspannt sitzen? Fakt ist natürlich mal eins, dass man, wenn man so eine Situation hat, dann muss man als allererstes einmal den Status quo herstellen bzw. erhalten. Das heißt, man muss aus dieser Verlustposition rausgehen. Da hilft kein Überlegen, da hilft kein Machen. Wenn du mit einer Position mehr als, also mit einer Future-Option, mehr als 100% im Minus bist, dann musst du einfach raus. Ne? Und da ist jetzt auch egal, ob man sagt, ich bin jetzt 300% im Minus oder 500% oder wie es jetzt bei mir war. Ich war so 550% ungefähr im Minus hier mit dieser Position. Dann musst du rausgehen. Jetzt muss man schauen, wann sind die Märkte liquide. Baumwolle, die kann ich gleich mal schnell nachgucken für euch, eröffnet 3 Uhr am Vormittag und wird dann bis 20.20 Uhr gehandelt. Das heißt, man hat schon es ist 14.20 Uhr, da hat man jetzt schon vernünftige Preise. Also ich hätte jetzt nicht heute früh um 10 was gemacht, sondern ich habe jetzt bis nachmittags gewartet, auch wenn der Preis noch mal ein bisschen mehr gegen mich gelaufen ist, war aber nicht viel. Und weil jetzt die Spreads enger geworden sind, bin jetzt rausgegangen, habe also die Position geschlossen und damit bin ich ja jetzt erstmal raus. Ne? Das heißt, Verlust ist realisiert, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und viele fangen jetzt an und werden hektisch und sagen, oh, ich muss jetzt rollen, ich mache gleich was. Ne? Und ich muss mir natürlich jetzt, wenn so eine Riesenbewegung kommt, muss man natürlich jetzt erstmal anschauen, was ist denn da passiert. Und da heute Freitag ist, werde ich also auch heute keine neuen Positionen mehr eingehen, weil es kann ja irgendetwas sein, was tatsächlich preisbewegend ist. Ne? Wäre jetzt mal einfach ein bisschen im Internet mal ein bisschen gucken, was da war. Und vor allen Dingen müsst ihr euch immer vorstellen, wenn jetzt heute Dienstag wäre, naja gut, dann kriegen das alle Händler heute mit, machen dann morgen vielleicht noch was und dann war es das. Aber wenn was übers Wochenende kommt,
dann kann es ja durchaus sein, dass viele Händler auch nochmal sagen vom Wochenende, okay, komm, geh mal lieber raus, dreh deine Positionen. Viele Händler werden es vielleicht auch erst am Wochenende mitbekommen, sodass am Montag nochmal ein Schub in die gleiche Richtung kommen könnte. Und das ist jetzt so eine persönliche Erfahrung von mir. In solchen Situationen warte ich dann ab, was passiert. Und ich habe jetzt auch hier schon mal gerade gesehen, dass Baumwolle zumindest der kurzfristige Juli-Kontrakt auf ein neues Jahreshoch gestiegen ist. Das heißt, ich werde meine Calls jetzt nicht zwingend rollen, weil Ausbruch nach oben, warum soll es da mit dem Call dagegen halten? Wenn man allerdings, Charts, wie gesagt, mache ich euch rein, wenn man allerdings die Dezember-Optionen oder den Dezember-Future sich anschaut, der ist nicht auf ein neues Hoch gegangen. Das heißt, ich werde mir ein bisschen recherchieren, was denn da gerade los ist. So, das heißt also, wichtigster Punkt Nummer 1, realisiere deinen Verlust, damit nichts mehr passieren kann. Zweitens, überlege, ob du sofort rollst, also so quasi stur den Regeln folgst, oder ob du sagst, naja, ich recherchiere erstmal, was da los ist und lege mir ganz in Ruhe das zurecht. Ne? Weil viele denken immer, wenn man einen Tag später oder zwei Tage später rollt, dann geht das nicht mehr. Doch, das geht immer noch. Ne? Und wenn die Preise halt weiter steigen, na gut, dann kriegst du eben auch noch am Montag oder Dienstag gute Preise dafür, dreht es wieder um, dann gehst du eben ein bisschen vom Strike wieder näher ran beim gerollten Call, funktioniert das genauso. Was ist jetzt aber der entscheidende Punkt? Viele, die jetzt keine Ahnung vom Optionsverkauf haben, die werden jetzt sagen, siehst du, genau das kann ja passieren, deine Optionen können sich über Nacht vervielfachen und dann bist du platt im Konto. Ne? Und wenn ich jetzt platt im Konto wäre, dann sehe ich hier wirklich unentspannter. Aber ich habe es gerade mal überschlagen, das war jetzt schon ein großer Verlust auf die einzelne Position gesehen. Wenn ich aber mein Konto betrachte, dann hat mich das Ganze ungefähr 1% gekostet. Ne? Das heißt, von meinem Konto bin ich jetzt ungefähr 1% runtergefallen. Und warum bin ich 1% runtergefallen? Naja, Baumwolle hatte keine große Volatilität. Das heißt, ich hatte eine relativ geringe IVR und aus dem Grunde war es eine recht überschaubare Positionsgröße. Ich habe hier ungefähr eine Positionsgröße gehabt von 0,2%. Ich arbeite ja so mit Prozentgrößen in meinem, das sind hier die Konten, die wir auch beim Coaching nutzen, zwischen 0,2, 3 bis 0,5, 6%, aber eben je nach Volatilität. Das heißt, habe ich eine sehr hohe Volatilität, naja, dann nehme ich eben auch schon mal 0,5, 6% in einem richtigen Volatilitätscrash oder in einem richtigen Volatilitätsmove würde ich auch mal 1% nehmen, aber halt nie mehr. Und in so einem kleinen, eben wenn die Vola eben so klein ist wie jetzt, dann eben tatsächlich nur 0,2, 0,3%. Und deswegen, wenn eben sowas passiert, dann ist das für den einzelnen Trade zwar unschön, aber fürs Konto macht das im Grunde genommen gar nichts aus. Ne? Also jeder, der von euch ein Aktienkonto hat, der lebt doch damit, dass er Tagesschwankungen von 1-2% in seinem Konto hat, von oben und nach unten. Und deswegen ist das auch hier nichts anderes. Ne? Und alle, die da immer sagen, na dann gehst du pleite, wenn sowas mal passiert, die oder berücksichtigen nicht immer oder immer nicht, dass wir eben hier zwar solche Ereignisse natürlich nicht kontrollieren können. Wir können das im Vorfeld nicht sehen. Ne? Wir können nicht wissen, ob sich so eine Option vervielfacht oder nicht. Was wir aber auf jeden Fall machen können, ist unsere Positionsgrößen anpassen, und zwar im Vorfeld. Ne? Also wer natürlich ja immer Vollgas fährt, stellt euch jetzt mal vor, ihr hättet so eine Position und die hat irgendwie 5% Ausgangsgröße, dann seid ihr halt jetzt 25% hinten. Ärgerlich. Habt ihr 1%, weil ihr ein kleineres Konto habt, weil ihr sagt, ich muss noch ein bisschen Gas geben, naja, dann habt ihr 5% verloren. Das klingt jetzt schon ein bisschen mehr, aber dann habt ihr ja auch im Vorfeld des Jahres, also ich lag dieses Jahr bislang ungefähr so 9% in etwa vorn, jetzt liege ich halt noch 8% vorn. Okay, also was soll's, ne? Wenn ihr halt jetzt den fünffachen Hebel nehmt, dann lag da eben dieses Jahr, was weiß ich, auch schon 30% vorn, dann liegt da halt jetzt noch 25% vorn. Also auch das spielt letztendlich keine Rolle, wobei ich jedem von euch empfehlen würde, lieber diese kleinen Positionsgrößen zu nehmen, also 0,5, 0,3, je nachdem, was euer Konto auch hergibt. Kleinere Konten muss man sowieso ein bisschen, oder da bleibt in der Regel gar nichts anderes übrig, als ein bisschen größeres Risiko zu fahren. Da wird man ja aber dann tendenziell eher auch auf Aktienoptionen gehen. Ne? So, und
Man sieht aber hier ganz einfach, dass eben da wirklich die Welt nicht untergeht, ne, und dass man durch solche Sachen völlig entspannt durchkommen kann, wenn man eben seine Hausaufgaben macht. Und Hausaufgaben, das heißt eben ganz einfach Ruhe bewahren, sich an die Regeln halten. Das heißt, wenn du im Minus bist, dann realisiere deine Verluste, dann überlege dir, was machst du als nächstes, beachte im Vorfeld, wie ist die Volatilität. Und wenn du das alles machst, dann ist das, wenn sowas hier passiert, unschön, aber es gehört ganz normal zum Geschäft. Und es ist in etwa so, wir vergleichen ja immer unseren Optionsverkauf mit einem Versicherungsgeschäft, und dann ist das in etwa so, als wenn du die Versicherung bist, du hast 100.000 oder 1 Million Autos versichert und jetzt bekommst du eine Schadensmeldung auf den Tisch, wo halt drin steht, okay, es gab irgendwo in einer Landschaft einen Hagelschaden und es sind 100 Autos oder 1.000 Autos mit einmal kaputt gegangen und dafür musst du jetzt bezahlen. Dann ist das unschön, das bringt doch aber dein Geschäft nicht durcheinander, ne? Weil mit sowas rechnest du ja, mit sowas, das musst du einfach als Händler mit einkalkulieren, und da geht doch die Welt nicht unter. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche. Wir sehen uns wieder dann beim nächsten Video, das dann wieder mit einem regulären, geplanten Thema und nicht einfach hier so eingeschoben, aber ich dachte, weil es so aktuell ist, passt das ganz gut. Ihr könnt mir mal unten hinschreiben in die Kommentare, ob ihr auch sowas schon mal erlebt habt, ob ihr vielleicht sogar auch in Baumwolle jetzt investiert wart, ja oder nein, und wie ihr dann in so einer Situation umgeht. In diesem Sinne, euch alles Gute, schöne Woche, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.